Mein Arbeitstag schaut so aus, in der Früh werden die Nachtverarbeitungen gecheckt, die verschiedenen Jobs, ob alles ordnungsgemäß durchgelaufen ist. Die Service Requests werden dann abgearbeitet. Bei Neueröffnungen in die CL-Länder fahre ich auf Dienstreisen. Bei mir im Social-Media-Bereich ist es sehr abwechslungsreich, zum Beispiel Community-Management, dass wir die Kommentare von den Leuten beantworten. Wir fahren auf Drehs, zu Events. Da sind wir auch nicht nur im Büro, sondern auch viel unterwegs. Mein Werdegang hat vor 7 Jahren begonnen. Ich habe hier angefangen als Themenkoordination, was auch schon mit so Themenwelten und saisonale Trends begonnen hat und hat sich aber in den Jahren entwickelt im Bereich Produktentwicklung, aber auch Werbevorbereitung. Schlussendlich bin ich in der Produktentwicklung gelandet. Bei uns gilt Gleitzeit und je nachdem kannst du noch halt auch früher oder später heimgehen. Und man kommt halt auch gut mit der Freizeit klar. Also ich habe genug Zeit, dass ich mich mit meinen Freunden triff und nach der Arbeit noch was mache. Manche tun sich am Abend leichter, manche in der Früh. Und das finde ich wirklich sehr gut, dass man das bei uns wirklich individuell anpassen kann. Meine Chefin ist wirklich immer für mich da. Wenn irgendwas ist, kann ich jederzeit zu ihr gehen und sie hilft mir da wirklich, dass ich das eben geregelt kriege oder wenn irgendwas ist oder wenn ich spontan einmal frei brauche. Im Team bei uns ist es natürlich sehr lustig. Wir haben ein sehr kleines, feines Team. Das macht auch noch einmal ein familiäres Umfeld aus. Es werden auch Events organisiert, zum Beispiel die jährliche Weihnachtsfeier. Das ist ein Riesenevent, vor allem hier in der Zentrale. Und eben auch Teamessen in kleineren Teams werden monatlich organisiert. Mir macht am meisten Spaß, in die CE-Länder zu reisen und andere Kulturen kennenzulernen. Am meisten macht mir Spaß bei meiner Arbeit, dass es sehr abwechslungsreich ist, dass es immer wieder neu ist, dass man seine persönlichen Motivationen mit einbringen kann und dass man wirklich seine Ideen auch verwirklichen kann.